Hallo! Ich dachte mir, ich fange mal mit etwas Neuem auf meinem Kanal an. Und zwar habe ich in letzter Zeit sehr, sehr viele Reading-Vlogs auf YouTube gesehen. Und ich fand das voll entspannt und mega cool und dachte mir, ich habe eigentlich auch mal voll Bock, sowas zu machen. Und das wird sich wahrscheinlich alles so ein bisschen über einen längeren Zeitraum ziehen. Aber ja, ich nehme euch einfach so mit, wenn ich lese, beziehungsweise was ich lese. Bei wem ich das gerade am häufigsten auf YouTube sehe, ist N... Ich weiß leider nicht, wie sie ausgesprochen wird, aber sie heißt NCK Reads. Sie hat das sehr, sehr häufig gemacht und ich fand das mega entspannt, weil sie hat auch so eine entspannte Stimme und wo man so sehr gerne zuhört. Und bei ihr habe ich das halt jetzt auch sehr, sehr oft gesehen. Fand das mega cool und ich habe aber auch gesehen, dass andere das schon gemacht haben. Und ja, ich dachte mir, ich starte auch mal damit. Und ich habe heute eigentlich noch sehr viel zu tun, aber ich wollte mir jetzt mal so eine halbe Stunde oder sowas nehmen und ein bisschen lesen. Ich zeige euch mal, was ich momentan lese. Und zwar lese ich als Hauptbuch momentan das hier, die Bekenntnisse der Sullivan-Schwestern von Natalie Sandiford. Da geht es um drei Schwestern. Da geht es darum, dass ihre Großmutter eine schriftliche Bekenntnis all ihrer Missetaten fordert, sonst werden sie enterbt. Das Buch ist in drei Abschnitte geteilt. Man sieht das hier durch diese schwarzen Seiten, denn es geht in jedem Abschnitt um eine Schwester und ich bin jetzt gerade bei Seite 230. Ich habe das jetzt die Woche angefangen zu lesen und hatte jetzt aber die letzten zwei Tage leider nicht so viel Zeit und habe schon den ersten Abschnitt der ersten Schwester gelesen, der auch am meisten ist, und bin jetzt gerade bei der zweiten Schwester und da bin ich jetzt ungefähr so bei der Hälfte. Und das sind jetzt noch so ungefähr 40 Seiten bis zu dem nächsten Abschnitt, also bis zu der Geschichte von der nächsten Schwester. Und ich hatte jetzt eigentlich vor, das eventuell zu lesen bis zu diesem nächsten Abschnitt. Und ja, die Zeit werde ich mir jetzt auch definitiv nehmen. Ich habe mir jetzt auch diese Kerze hier angemacht von Yankee Candle, Vanilla Cupcake. Die riecht auch wirklich sehr, sehr intensiv und sehr, sehr gut, da es jetzt schon sehr dunkel wird. So, ich weiß, es ist gerade schlechtes Licht, obwohl ich in der Kamera total hell aussehe, aber in meinem Zimmer ist es echt stockduster fast. Aber in der Kamera sieht alles so viel heller aus, auch draußen. Aber ja, ich habe mir jetzt meinen Kuschel-Bademantel angezogen, einfach weil mir kalt ist. Und im Hintergrund läuft gerade, flackert meine Kerze, deswegen ist das so unruhig. Aber egal, es soll ja cozy sein. Und ja, ich habe jetzt diesen letzten Abschnitt gelesen, den ich ja lesen wollte in dem Buch. Und bin jetzt auf Seite 282. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten hatten das insgesamt. Naja, es sind jetzt noch ungefähr 80 Seiten, dann habe ich das Buch fertig. Also ich denke mal, das lese ich heute Abend schon noch fertig. Das ist jetzt hier der letzte Abschnitt, das ist quasi dann die dritte Schwester, die jetzt ihr Bekenntnis abgibt. Und ja, jetzt werde ich aber hier noch ein bisschen was machen hier, weil es ziemlich schlimm in meinem Zimmer aussieht. Und ja, genau, und ich melde mich wieder, wenn ich weiterlese. Ich habe mich jetzt hier in mein Bett gekuschelt und werde jetzt ein neues Buch starten. Heute ist Sonntag, das heißt Ruhetag. Und ich habe gestern dieses Buch nicht mehr beendet, weil ich abends einfach zu müde war. Das werde ich heute auch noch irgendwann abends oder so beenden. Aber ich wollte jetzt ein neues Buch beginnen, denn ich habe richtig Lust darauf. Und zwar von Tracy Wolf Crave. Liebe mich, wenn du dich traust.
Und ich kann euch ja mal den Klappentext zeigen. Könnt ihr ja mal stoppen und schauen. Ja, das ist so ein Buch. Ich finde, das sieht total unspektakulär aus. Ich hätte auch nie nach diesem Buch gegriffen. Aber es ist total gehypt und deswegen dachte ich mir so, ich gucke es mir mal an. Und ja, es klang sehr, sehr gut. Deswegen habe ich gedacht, ich hole mir das mal. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es ist. Ich habe gehört, dass andere geschrieben haben, es geht auch so in die Vampirrichtung. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich hoffe nicht ganz, aber ich habe gerade ja durchgeblättert und habe das tatsächlich gerade das Wort Vampir gelesen. Also ich bin mal gespannt. Es klingt auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut. Und ich hoffe, es ist nicht zu Fantasy-mäßig. Das mag ich leider nicht so. Aber trotzdem bin ich da jetzt voll, oder ich freue mich da jetzt mega drauf. Und werde das jetzt, wie gesagt, beginnen. Das ist der Auftakt einer Trilogie, die zwei weiteren Bände erscheinen nächstes Jahr irgendwann auf Deutsch. Und ja, ich werde damit jetzt beginnen und freue mich mega drauf. Es ist sehr, sehr dick. Es hat so fast 700 Seiten, also ist auf jeden Fall allerhand. Und ja, damit werde ich jetzt beginnen. Ein kleines Update. Ich habe jetzt ein bisschen gelesen und habe jetzt die ersten vier Kapitel gelesen, bin jetzt bei Seite 53 und ja, ich kann jetzt noch nicht ganz so viel dazu sagen, weil, wie heißt sie denn, Grace, genau, ist jetzt erstmal in dieses Internat eingezogen, also so viel ist da jetzt noch nicht passiert auf den ersten 50 Seiten. Aber ich bin halt, wie gesagt, echt gespannt, was da kommt. Und was ich auch sehr, sehr cool finde, dass das Buch so aussieht. Denn hier ist ja dieser Umschlag, was ich übrigens überhaupt nicht leiden kann. Sieht ja halt so aus. Und sonst sehen die Bücher ja total langweilig aus. Aber hier ist tatsächlich auch diese weiße Rose oder was das sein soll, auf beiden Seiten mit drauf. Und was ich auch sehr, sehr cool finde, dass hier vorne eine Karte von dieser Academy ist, wo sie ja einzieht, weil die ja in Alaska ist. Und dann kann man sich das so alles so ein bisschen besser vorstellen. Und hier ist auch so ein kleiner Clou versteckt in diesem Klappentext. Ich kann euch den ja zeigen, weil es, wie gesagt, ist der erste Band. Man spoilert damit nichts. Hier sind nämlich 7 Buchstaben rot markiert und die ergeben das Wort Monster. Ich habe mir erst nichts dabei gedacht und habe dann so gedacht, ich überlege mal, was es heißt, aber ja, keine Ahnung, auf was das hinführen soll. Und ja, ich werde jetzt noch ein bisschen weiterlesen und nachher aber mal Pause machen, um ein bisschen Serie zu schauen. Und ja, jetzt werde ich aber erstmal das nächste Kapitel lesen. Die Kapitel sind okay von der Länge her. Ich mag das überhaupt nicht, wenn Kapitel total lang sind. Die hier sind so mittelmäßig, also sind okay. Und ja, genau, jetzt werde ich ein bisschen weiterlesen. Ich dachte mir, ich gebe euch mal ein kleines Leseupdate, denn heute ist Donnerstag und ich habe die letzten Tage weiter an Crave gelesen. Am Sonntag habe ich ja damit angefangen. Und Montag und Dienstag hatte ich leider nicht so viel Zeit zum Lesen, aber gestern habe ich auch noch mal ein bisschen was gelesen. Und ja, ich bin jetzt so ein bisschen mehr als die Hälfte. Ich bin jetzt bei, oder auf Seite 410 von fast 700 oder so. Und dafür, dass ich jetzt nicht so viel Zeit hatte zum Lesen, bin ich eigentlich ganz gut vorangekommen. Und ja, ich muss sagen, mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Es ist sehr, sehr spannend. Und ja, zwischendurch fand ich jetzt ein bisschen so, ein paar Sachen waren so ein bisschen lang gezogen oder ein paar Sachen, wo ich mir so dachte, man kann jetzt mal auf den Punkt kommen. Aber sonst finde ich es trotzdem sehr, sehr gut und sehr spannend. Und ja, ich werde das hoffentlich diese Woche auch noch beenden. Ich habe jetzt heute und morgen leider auch nicht so viel Zeit zum Lesen, aber am Wochenende werde ich mir auf jeden Fall wieder Zeit nehmen.
Und das andere Buch, was ich euch noch gezeigt habe, das hier, die Bekenntnisse der Sullivan-Schwestern, da habe ich ja wie gesagt nur noch so 40 Seiten oder so. Und das habe ich auch immer noch nicht beendet, ehrlich gesagt. Das hätte ich zwar schnell mal beendet, aber ich muss wirklich sagen, dass es mich immer wieder zu Crave hingezogen hat. Deswegen konnte ich das Buch einfach noch nicht beenden. Das werde ich aber die Woche auf jeden Fall auch noch machen. Aber wie gesagt, es hat mich jetzt immer zu Crave hingezogen, deswegen habe ich lieber das gelesen. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt schon ein bisschen mehr als die Hälfte. Und werde mich jetzt auch dann, heute Abend dürfte ich wieder ein bisschen Zeit haben noch zum Lesen, mich dann wieder hinsetzen. Ich wollte euch mal ein kleines Leseupdate geben, denn heute ist Freitag und ich habe heute dieses Buch hier endlich beendet. Und zwar die Bekenntnisse der Sullivan-Schwester. Hatte ich ja noch so ungefähr um die 40, 50 Seiten. Und ja, das habe ich heute beendet. Und ja, ich mochte es auch sehr, sehr gerne. Was ich ja sehr gut fand, war, dass die Kapitel nicht so lang waren. Und deswegen hat es sich halt sehr schnell und leicht gelesen. Und ja, meine ausführliche Meinung dazu bekommt ihr dann in meinem Lesemonat von November. Und ja, ich sitze schon vor meinem Bücherregal, denn es kriegt jetzt hier unten einen Platz. Da kommt das jetzt rein und ja, heute werde ich noch ein bisschen an Crave weiterlesen. Es liegt noch da hinten. Aber vielleicht werde ich es jetzt über das Wochenende mal unterbrechen und was anderes am Wochenende lesen, weil sich das Buch so ein bisschen so für mich jetzt lang zieht, dadurch, dass es ja fast 700 Seiten sind oder so. Zieht sich jetzt gerade so ein klein wenig lang und da ich die Woche nicht so viel Zeit hatte zum Lesen, hat sich das für mich so lange jetzt hingezogen. Ich mag das eigentlich nicht so, wenn ich so lange an einem Buch sitze. Und ja, vielleicht werde ich dann jetzt übers Wochenende irgendwas anderes mal lesen, mal schauen. Und ja, das ist jetzt erstmal der aktuelle Stand momentan. Ich dachte mir, ich gebe mal wieder ein kleines Leseupdate und ich werde nach diesem Wochenende auch erstmal diesen Leseblock hier beenden und dann einen neuen anfangen. Ich habe mir gestern Abend ein neues Buch ausgesucht, was ich jetzt lesen möchte. Und zwar habe ich mir dieses Buch ausgesucht, Clean von Juno Darson. Und hier, ich habe euch auch schon den Text hinten eingeblendet, aber hier geht es auf jeden Fall um eine Entzugsklinik, wo verschiedene Jugendliche sind, die halt wieder clean werden möchten, deswegen der Name, und ja, ihr zerstörtes Leben wieder auf die Reihe kriegen möchten. Und ja, Juno Darson schreibt solche Sachen sehr, sehr gut. Ich habe von ihr noch ein Buch mal gelesen, Meat Market. Das war auch sehr, sehr gut. Da ging es um Jugendliche in der Modewelt, aber halt immer als Geschichte, als Roman geschrieben. Und ja, hier bin ich jetzt. Ich habe mal wieder das abgemacht. Ich habe jetzt gestern Abend noch gelesen und zwar bis 50 Seiten habe ich gestern Abend noch gelesen. Und ich denke mal, das werde ich heute auch auf jeden Fall weiterlesen. Und ja, bei Crave bin ich momentan auf Seite 475. Ich habe noch einiges vor mir, glaube ich. 200 Seiten noch, oder? 5, 6, ja. Ja, also ich habe noch so, das habe ich noch vor mir. Das sind so 200 Seiten, aber wie gesagt, momentan zieht es sich ein wenig in die Länge, deswegen wollte ich es jetzt mal unterbrechen. Ich werde das auf jeden Fall demnächst noch weiterlesen, aber ich hatte jetzt einfach mal Bock auf was anderes, weil ich jetzt wie gesagt schon ein paar Tage da an diesem Buch sitze. Und ja, ich dachte mir jetzt über das Wochenende werde ich dann mal dieses Buch hier lesen und
ja, ist bis jetzt auch wieder ganz sehr, sehr gut. So, ich habe gerade das Buch Clean beendet und ja, es war mal wieder ein sehr, sehr gutes Buch. Ich habe ehrlich gesagt auch nichts anderes erwartet und ja, ich werde ausführlich dazu in meinem Lesemonat von November reden. Allerdings wollte ich mal noch kurz anmerken, dass dieses Buch eher nichts für schwache Nerven ist. Es wird schon sehr, sehr offen und ehrlich über Suchtkrankheiten geschrieben. Und ich denke mal, das ist auch jetzt nicht für jedermann was. Ja, aber ich kann damit umgehen, deswegen habe ich es natürlich auch gelesen, weil es mich auch einfach interessiert hat. Was ich hier sehr, sehr gut fand, waren die kurzen Kapitel. Also sind halt wirklich teilweise sehr, sehr kurze Kapitel. Die Kapitel sind mit so einem Strich unterteilt. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut, da man es dadurch sehr, sehr schnell und einfach lesen konnte. Und ja, das habe ich jetzt beendet und ich werde jetzt auch diesen Vlog beenden, weil ich glaube, da geht schon ein bisschen sehr, sehr lange. Allerdings wollte ich noch kurz anmerken, dass ich mich jetzt wieder ransetzen werde und Grave weiterlesen werde. Wie gesagt, ich habe noch so um die 200 Seiten. Ich möchte es ja dann jetzt auch mal beenden. Ich hoffe, dass es sich jetzt nicht noch so ganz lang zieht. Man erfährt zwar immer mal jetzt was Neues und es kommt vieles ans Licht. Aber wie gesagt, manches hat sich jetzt so langsam ein bisschen hingezogen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es jetzt noch weitergeht. Also ich will es auf jeden Fall beenden. Und es kommen ja dann auch nächstes Jahr auf Deutsch die nächsten zwei Teile raus. Die werde ich, denke ich mal, auch lesen. Es interessiert mich schon. Und ja, wie gesagt, das werde ich dann jetzt noch weiterlesen. Aber da werdet ihr da auch im Lesemonat von November noch mehr über meine Meinung erfahren. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser Lesemonat gefallen. Nicht Lesemonat, dieser Lesevlog. Es war, wie gesagt, was anderes. Aber weil ich es, wie gesagt, jetzt schon öfters auf YouTube gesehen habe, fand ich das ganz cool und wollte das auch mal probieren. Es hat mir auch ehrlich gesagt Spaß gemacht, zwischendurch mal über die Bücher zu reden und sowas. Und ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr auch gerne auf den roten Abonnieren-Button drücken. Und ja, ich denke mal, dass ab nächsten Jahr mehr Büchervideos kommen werden. Ich habe schon mal überlegt, ob ich einen neuen Kanal eröffnen soll, nur für Büchervideos. Aber ich war mir nicht so ganz sicher. Ich denke mal, ich werde das auf diesem Kanal lassen. Mal schauen. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich zu meinem nächsten Video wieder. Tschüss!